Hallo, heute wollte ich Ihnen zeigen, wie man die Prada Innovis 150 Spezialedition reinigt. Also Platte entfernt und reinigt. Vielleicht zeige ich auch im gleichen Video, wie man die aufspult oder einfädelt, aber mal sehen. Vielleicht mache ich auch extra wieder. Jetzt fangen wir an mit alles abschrauben. Wir entfernen erstmal die Nadeln, dann entfernen wir auch die Nähfuß und jetzt machen wir die Platte auf. Vor der Platte gibt es sowas oder man kann auch manchmal mit diesem Teil, also mit Schraubzieher oder mit einer kleinen Münze und dann einfach aufdrehen. Und wie man sieht, bei mir wird das jetzt nicht so einfach. Da braucht man ein bisschen Kraft. Und immer aufpassen, dass die Schraube dann nicht beschädigt wird. Ich versuche jetzt damit, das sieht auch nicht gut aus. Ich suche mir eine Münze und dann mache ich auf. So, jetzt machen wir mit Münze. Ja, und es klappt sofort, weil sie ist hier ein bisschen breiter, so wie die Schraube. Es passt gut an. So, das haben wir. Jetzt kann man erstmal einteilen, aber Sie können auch sofort auch dritte. Eigentlich das kann man auch teilen, weil es sind zwei Teile. Aber wir machen auch alles ab. So. Und dann das auch raus. Und dann nehmen wir diese Teil ab. Sehen Sie, das ist eine Teil. Sieht so aus. Und das ist das zweite Teil. Und ich nehme auch Spule raus. Wie man sieht, ist sofort das auch herausgeflogen. Das ist Kapsel. Und wie man sieht, hier drinnen ist richtig schmutzig. Die Nähmaschine ist schon schmutzig. Okay, dann jetzt mache ich von Nahaufnahme. So sieht das jetzt drinnen aus. Also es ist richtig schmutzig. Wir machen jetzt langsam die ganze Staub entfernen. Keine Eile, also langsam, aber richtig gut arbeiten. Sie hat gebraucht, diese Reinigung. Und hier. Also richtig sauber machen. Hier drinnen auch. Und wieder drehen. Und hier herum. Alles schön sauber machen. Und wenn das alles schön sauber ist,
Dann machen wir ein paar Tropfen Öl. Ich mache hier, es gibt noch vieles. Manchmal, wenn Sie auch da unten was sehen, also immer alles dazwischen. Okay, wenn wir das alles zusammen gemacht haben, dann nehmen wir Öl und dann machen wir ein paar Tropfen. Hier drin gibt es bei mir noch. Also alles richtig durchchecken. Bisschen pusten. So, und jetzt, weil ich mit diese keinen Tropfen machen kann, ich mache so und dann hier drinne und hier rundum. So. Nicht zu viel, aber weil da dreht sich dieser Plastikteil. Und ich mache hier ein bisschen, was ich spare. Hier treffen, hier, hier auch, weil das bewegt sich normalerweise alles und dann das kann man alles ein bisschen ölen. Hier drin ist diese Plastikteiler Zahnriemen. Hier drin, warte, ich versuche das zu zeigen. Hier. Und auf denen gibt es auch Staub. Also drinnen, hier. Sieht man? Hier dreht sich und man sieht, da ist. Viel Staub zu sehen schon. Und immer ein bisschen drehen. Hier sauber machen. Und dann wieder drehen. Und so alles wegmachen. Ich mache ein bisschen noch vielleicht nach. So, hier, das ist diese Zahnriemen. Und das, wenn man dreht, sehen Sie, das Zahnriemen dreht sich auch und da kommt auch Schmutz hier. Okay, wenn das alles gemacht wird, ich mache noch ein bisschen und dann machen wir weiter. So, wenn das auch alles
fertig ist. Jetzt haben wir alles gereinigt, gemacht. Hier ein bisschen Öl gemacht. Jetzt kann man das alles wieder zurückbringen. Wir machen auch diese Plastikteil, also die Kapseln, reinigen. So sieht das Kapsel aus, auch innen drinnen reinigen, außen reinigen. Wenn auch ein bisschen Öl von unten schadet nicht, aber nicht viel, nur ein bisschen, so dass das bisschen fließender näht. Und dann stecken wir diese Teil hier rein. Wie man das einsteckt, hier haben wir, hier gibt es einen Metallteil. So. Ja. Und das ist Spulenkapsel. Stopper vor Spulenkapsel. Und wenn bei Einsetzen muss man aufpassen, dass diese Spulen Stopperkapsel nicht die Kapsel reinlässt, weil das passiert manchmal und dann die, wenn das sich ganz dreht, eigentlich das ist jetzt schon viel Bewegung, normalerweise es ist weniger, aber weil funktioniert bei mir spielt keine Rolle, aber manchmal ist diese Plastik hier beschädigt oder dieser Teil ist kaputt gegangen und dann müssen sie das ersetzen. Das kann man auch ersetzen. Das kann man auch ersetzen. Also das ist gar kein Problem. So, Hauptsache die Kapsel fliegt nicht hier nach vorne, weil das wird dann blockiert. So. Und das bewegt sich sowieso ein bisschen so. Und das ist kein Problem. Jetzt gucken wir unsere Teile und dann machen wir eine nach dem anderen dran. So, eine und zweite. Das muss hier richtig eingesetzt werden und dann machen wir unsere Schraube alle drei und wir haben die. Und das ist für alle Brother-Nähmaschine, also ob das jetzt Innovis 150 oder 350, 1100, 1800, also es ist immer das Gleiche, so dass Reinigung ist immer das Gleiche. So. Bei diese oberen horizontale Transporteur, also horizontale Spule, nicht Transporteur, Spule. Jetzt machen wir alles fest. Man muss die nicht zu fest machen. Jetzt werde ich so richtig, ich kann nicht drehen. Okay. Manchmal von meinen Händen sieht man nicht, aber. Und jetzt bringen wir wieder alles zurück. Spule rein, aufmachen. Wie die Spule eingesetzt wird, die Garn ist hier auf die linke Seite bei dieser Nähmaschine. Und dann wird unter diesem Metall reingeschoben, rund um diese Plastik folgen und hier abschneiden. Zumachen. Das ist fertig. Jetzt brauchen wir unsere Nadel und Nähfuß. Nähfuß habe ich. Wir stecken die Nadel so ein, dass die flache Seite vom Nadel nach hinten geht. Jetzt mache ich hier Nadel rein. Schieben bis zu oben, bis zu nicht mehr geht. Drehen. Sie können auch ein bisschen mit hier noch befestigen und dann Nähfuß runter machen und es ist bereit für Nähen. Jetzt machen wir obere Faden noch drauf. Jetzt fäden wir oben Garn auf Garnhalter
reinschieben, Garn stoppen und jetzt wir folgen die Bezeichnung. Also hier ist 1 und 2 und jetzt bei Aufspulen wird hier rangemacht und zum Aufspulen. Also hier ist 1, 2, 3 und Aufspulen. Und bei Einfädeln nach dem 2, wir gehen weiter. 2, dann hier, wir folgen nur die Bezeichnung. Es geht ganz einfach. Hier 3, 4, nach unten über die Nadel. Und dann hier geht auch sehr, sehr einfach und schnell. Also man nadelt hier über die Nadeln. Jetzt ist rausgeflogen. So, dann um diese Einfädelungshilfe drücken und es ist fertig. Es ist eingefädelt. Rest hier abschneiden seitlich. Und Sie müssen nicht von unten Garn holen, aber das können Sie auch hier drehen und untere Garn einfach nach oben holen. Und jetzt beide Garne nach hinten. Und jetzt probieren wir ein bisschen aus. Es ist gerade Stich jetzt bei mir. So, so viel zu diesen Reinigungsölen. Brother Innovis Nähmaschine. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.